herzlich willkommen zu diesem neuen Video, heute mit einer Workout-Einheit, die ideal für den Morgen geeignet ist, um perfekt in den Tag zu starten. Viel Spaß beim Mitmachen! Beginne die Trainingseinheit in einem hüftbreiten Stand auf der Matte. Deine Schultern sind tief, der Rücken ist gerade, der Bauchnabel zieht in Richtung deiner Wirbelsäule. Bewege nun deine Fußsohlen, knete sie im Wechsel in den Boden. Rolle deine Fußsohle vom Ballen zur Ferse ab. Halte dabei das Gleichgewicht, lasse deinen Atem fließen. Bringe nun wieder beide Fußsohlen auf deine Matte, die Knie sind leicht gebeugt. Kreise deine Schultern nach hinten. Atme ein, ziehe deine Schultern nach oben zu deinen Ohren. Atme aus, lasse sie nach unten sinken. Verlagere nun dein Gewicht nach vorne, komme in den Ballenstand, halte hier kurz und gehe dann wieder tief. Drücke dich nach oben, verlagere dabei dein Gewicht auf deinen großen Zeh und komm wieder nach unten. Atme aus, komm hoch, atme ein, gehe langsam wieder tief. Kreise jetzt noch einmal beide Schultern gleichzeitig nach hinten. Komme in einen schulterbreiten Stand und entscheide selbst, wo du deine Handflächen positionieren möchtest. Entweder auf deinen Oberschenkeln oder auf deinen Schienbeinen. Beuge und strecke nun im Wechsel deine Beine. Der Rücken bleibt so gerade wie möglich. Wenn du kannst, dann bringe deine Hände auf deine Matte. Zwei letzte Wiederholungen. Halte dann mit gebeugten Beinen, bringe die Hände auf die Matte und strecke dein linkes Bein nach hinten aus. Das Knie deines rechten Beines befindet sich über der Ferse. Bringe deine linke Hand dann auf die Matte und strecke deinen rechten Arm nach oben aus. Dein Blick folgt deiner rechten Hand. Dein Oberkörper dreht sich in Richtung deines angewinkelten Beines. Bringe deine Hand dann wieder auf die Matte und drücke dich nach vorne in den schulterbreiten Stand. Lege deine Hände nun wieder auf deine Oberschenkel, deine Schienbeine oder auf die Matte. Strecke und beuge erneut im Wechsel deine Beine. Atme hierbei gleichmäßig weiter. Die Knie zeigen in Richtung deiner Zehenspitzen. Halte nun erneut unten mit gebeugten Beinen und strecke dein rechtes Bein nach hinten aus. Dein linkes Knie befindet sich über deiner linken Ferse. Rotiere dich nun wieder auf. Die rechte Hand befindet sich auf der Matte, der linke Arm wird nach oben gestreckt. Dein Blick folgt wieder deiner Hand. Der Oberkörper ist in Richtung deines angewinkelten Beines gedreht. Bringe deinen Arm nun wieder tief und strecke dein linkes Bein ebenfalls aus. Komme in den Vierfüßlerstand,
Handgelenk, Ellbogen und Schultergelenk bilden eine gerade Linie. Deine Ellbogen bleiben leicht gebeugt. Strecke nun dein linkes Bein nach hinten aus. Löse dann deine rechte Hand von der Matte und strecke sie nach vorne aus. Atme aus, runde deinen Rücken, führe Ellbogen und Knie zueinander. Atme ein und strecke dich wieder in die Länge. Lasse deinen linken Arm leicht gebeugt. Dein Kopf befindet sich in Verlängerung der Wirbelsäule. Arbeite in deinem eigenen Atemrhythmus. Halte die Bauchspannung. Noch zwei letzte Wiederholungen. Bringe deinen Arm sowie dein Bein dann wieder tief auf deine Matte und wechsle die Seite. Strecke nun dein rechtes Bein nach hinten aus. Dein linker Arm zieht nach vorne. Beuge nun wieder deinen Arm sowie dein Bein. Bringe Ellbogen und Knie zueinander und strecke dich dann wieder in die Länge. Atme aus, runde deinen Rücken. Atme ein, ziehe dich in die Länge. Arbeite hier wieder in deinem eigenen Atemrhythmus. Spanne deinen Bauch an, ziehe deinen Bauchnabel nach innen in Richtung deiner Wirbelsäule. Zwei letzte Wiederholungen noch. Löse dann die Spannung und lege dich in Seitlage auf deiner Matte ab. Strecke deine Beine aus, nehme die Arme nach oben über deinen Kopf. Lege deinen Kopf auf deinem unteren Arm ab. Ziehe dich nun mit deiner Ausatmung nach oben. Dein oberer Arm führt die Bewegung an. Löse die Schulter deines unteren Arms dabei von der Matte. Komme wieder tief, atme ein. Ziehe dich nach oben, atme aus. Konzentriere dich, während du die Bewegung ausführst, auf deine Taille und versuche diese bewusst anzuspannen. Die Beine bleiben festgeschlossen auf deiner Matte liegen. Zwei Wiederholungen noch. Halte dann oben die Spannung, spanne deine Taille noch einmal ganz bewusst an, halte hier, atme gleichmäßig weiter, deine Schulter bleibt tief. Löse jetzt die Spannung und komme noch einmal nach oben in den Vierfüßlerstand. Merke dir, welche Seite du gerade gekräftigt hast, damit wir später die andere Seite trainieren können. Strecke nun wieder dein linkes Bein aus, dein rechter Arm folgt. Runde deinen Rücken, bringe Ellbogen und Knie wieder zueinander. Atme ein, ziehe dich wieder auseinander, Fingerspitzen und Fußspitzen ziehen voneinander weg. Atme aus, runde erneut deinen Rücken. Atme hier wieder in deinem eigenen Atemrhythmus. Zwei letzte Wiederholungen noch. Löse dann die Spannung und wechsle die Seite. Strecke dein rechtes Bein sowie deinen linken Arm aus. Runde dann wieder deinen Rücken, atme aus, führe Ellbogen und Knie zueinander. Atme ein, strecke dich wieder in die Länge. We'll be right back.
Noch zwei letzte Wiederholungen. Spanne deinen Bauch noch einmal ganz bewusst an. Löse wieder die Spannung und lege dich dann auf deiner anderen Seite in Seitlage ab. Strecke Arme und Beine wieder aus, spanne deinen ganzen Körper an, lasse deine Schulter tief. Ziehe dich nun wieder mit deiner Ausatmung nach oben, deine untere Schulter löst sich dabei von der Matte. Komme tief, atme wieder ein. Ziehe dich hoch und spanne dabei bewusst deine Taille an. Zwei Wiederholungen noch. Ziehe dich noch einmal mit Spannung nach oben. Halte nun die Spannung, bleibe oben und konzentriere dich noch einmal auf deine Taille. Spanne diese bewusst an. Löse nun die Spannung wieder und lege dich in Rückenlage auf deiner Matte ab. Lasse deine Beine angewinkelt, die Füße bleiben parallel. Atme hier tief ein und drücke dich nun mit deiner Ausatmung nach oben in die Schulterbrücke. Halte hier kurz und gehe dann wieder tief. Atme aus, drücke dich nach oben, verlagere dein Gewicht dabei auf deine Fersen. Atme ein, gehe wieder tief. Der Po bleibt dabei in der Luft. Spanne deine Gesäßmuskulatur bei jeder Wiederholung ganz bewusst an. Zwei Wiederholungen noch. Halte nun oben die Spannung. Löse einen Fuß von der Matte, führe ihn angewinkelt nach oben und setze ihn langsam wieder auf deiner Matte ab. Wechsle dann die Seite. Versuche deine Gesäßmuskulatur, während du die Bewegung ausführst, so weit oben wie möglich zu halten. Atme gleichmäßig weiter und spüre, wie dein unterer Rücken arbeitet. Noch zwei Wiederholungen mit beiden Beinen. Löse dann, wenn du fertig bist, die Spannung, komme tief, ziehe deine Beine angewinkelt zu dir ran und atme ein paar Mal tief durch. Bringe nun wieder beide Füße auf deine Matte und drücke dich nach oben in die Schulterbrücke. Halte oben, löse einmal das rechte Bein, dann das linke Bein von der Matte. Komme wieder tief, drücke dich erneut nach oben und wiederhole die Bewegung. Kombiniere nun im Wechsel beide Übungen miteinander.
Noch zwei letzte Wiederholungen. Arbeite langsam und kontrolliert. Halte nun oben in der Schulterbrücke die Spannung. Bringe deine Gesäßmuskulatur noch einmal so weit nach oben, wie es dir möglich ist. Atme gleichmäßig weiter. Verlagere dein Gewicht auf deine Fersen. Komm nun noch mal ein Stückchen weiter nach oben. Spannung halten. Gleich geschafft. Löse dann die Spannung. Komme wieder tief und ziehe noch einmal beide Beine angewinkelt zu dir ran. Lasse deinen Atem fließen. Atme gleichmäßig ein und aus. Bleibe nun gerne noch, solange du möchtest, auf deiner Matte liegen. Wenn du bereit bist, stehe langsam in deinem eigenen Tempo auf. Wenn du Lust hast, dann kannst du nun im Anschluss gerne noch ein Stretching-Programm machen. Einen Link dafür findest du in der Infobox. Schön, dass du bis zum Schluss mitgemacht hast. Wenn dir das Workout gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo. Bis zum nächsten Mal.